Ich krieg keine Luft! Sensoren der Drakensburg melden vereinzelte Energiestöße, die anscheinend aus dem Inneren von Elpis stammen. Unsere besten Männer sind an der Sache dran. Aber bis auf Weiteres hat sich die gesamte Besatzung wöchentlich zum Medizincheck einzufinden. Das ist ein Befehl. Klasse! Zurück zu dieser störrischen Tür! Ich mische soundmäßig was zusammen. Gut gemacht! Mal sehen, ob dein Onkel Pickel es drauf hat. Probier mal, ob die Tür jetzt aufgeht. Achtung, ich bin Sarpedon, Captain der Drakensburg. Willkommen, Captain Sarpedon. Ich hab's immer noch drauf. Ja, ich bin ziemlich gut. Sarpedons persönliches Logbuch. Der Abschied von der Drakensburg und ihrer Crew fällt schwer. Aber Beförderung ist Beförderung. Wenn auch, Gott sei Dank, nur für ein Jahr. Ich freue mich auf das Kommando der hiesigen Dalflotte, bin mir aber nicht sicher, ob Captain Rankus soweit ist, dieses Schiff zu kommandieren. Ich habe die meisten meiner Sachen schon auf meinen neuen Kommando-Carrier geschafft, aber mein privates Waffenarsenal muss warten, bis ich mich dort eingerichtet habe. General Higgins versichert, dass mein höherer Sold Britannias erneute Arztkosten decken wird. Sie wird mir furchtbar fehlen. Aber wenn dieser Einsatz vorbei ist, bleibe ich für immer zu Hause. Endlich. Gute Arbeit! Komm zurück, wenn du soweit bist, und liefere die Echos ab. Die könnten ein Vermögen wert sein. Behalte du, was du sonst noch findest. Ich hab, was ich wollte. Why?
Orte zu sehen, Leute zu killen. Es gibt keine größere Ehre. Ist Schatzsuche dein Ding? Dann könnte heute dein Glückstag sein. Ich glaube, wir sind was ganz Großem auf der Spur. Mir ist ein Echo zugeflogen, in dem es heißt, im Outlands Canyon liegt eine Schatzkarte rum. Könnte heiße Luft sein. Aber ich bin nun mal ein Träumer.
Schnapp dir die Schaufel, geh dahin und schau nach, ob du die Karte findest. Ich schicke dir ein paar Koordinaten auf dein Echo. Mach dich auf den Weg. Ich erzähl dir, was du wissen musst. Oh Mann, das wird spitze! Oh!
Tag, mein Freund. Ich habe hier Mondsummi für dich. Du bist hinter der Karte her, die hier vergraben war, stimmt's? Tja, ich hab sie ausgegraben, mir angeschaut und dann habe ich dieses Stück Kragendung das Klo runtergespült. Keine Sorge, hab dem Mond damit einen Gefallen getan. Er hat die Karte im Klo runtergespült? Aber ich geb nicht auf. Dann landet sie auf der Müllkippe der Forschungsanlage in der Nähe. Wenn du dich beeilst, findest du sie vielleicht. Ich soll im Müll rumwühlen? Ja.
Denk doch mal an die Reichtümer, wenn da wirklich was dran ist. Ich aktualisiere jetzt dein Echo. Unsere Schatzkarte. Grab weiter. Das nützt uns nichts. Ich glaube, wir müssen uns noch mehr reinhängen. Ein bisschen harte Arbeit macht uns doch nichts aus, oder? Gar nicht gut. Huft!